Ja, Hallihallöchen. Ja, endlich haben wir es geschafft. Das Problem mit dem Mikro ist endlich auf. Nein. Auch das hängt nicht ganz gerade. In Ordnung. Versuch's noch mal. Ja, das Problem mit dem Mikro ist jetzt endlich behoben und ich frag mich gerade, was ich hier machen muss. Ach ja, Ivo befreien, jetzt weiß ich's wieder. Mal gucken. Was könnten wir da machen? Ja, Plakat machen. Herr Fuchs ist damit Ich weiß, beschäftigt, wir Wanted hatten unsere Plakate Differenz, aber anzukleben. das hier ist doch. Das dürfte sich noch ein paar Stunden hinziehen, wie es aussieht. Eigentlich vor allem unterhaltsam. Los, los! Befehl der Ratsvorsitzenden! Schauen wir mal. Ich hole dich in null Komma nichts da raus. Das hängt nicht ganz gerade. Ja. Versuch's noch Und mal. Wenn das nicht funktioniert, holst du Hilfe, okay? Natürlich. Oh Mann. Als kleiner Mäuserich müssen wir jetzt Großes vollbringen. Wie lange soll diese verdammte... Das Feuer brennt jede Nacht. Früher hat sich Herr Schildträger gerne Würstchen und dergleichen darüber gebraten. Ja, aber seit er eine Dimension eingebüßt hat, ist es damit vorbei. Was er wohl tut, wenn es mal regnet? Ja, wer Ein weiß. Ziemlich protziger Stuhl, auf dem Schildträger gerne sitzt. Früher hatte er einen Liegestuhl. Aber den hat man ihm wohl irgendwann verboten. Versuch's noch mal. Ach, wie schade. Gesucht wegen des Mordes an Erzmagier Alistair, der hundsgemeine, gefährliche, bewaffnete und müffelnde Unhold Wilbur Wetterquarz. Der Gesuchte ist bewaffnet und gefährlich. Es ist nicht Wenn es von mir Schuld, so ein Plakat gäbe, würde ich es in meinem Zimmer aufhängen. Oh, ich mach dir keinen Vorwurf. Mann. Und ich habe auch schon eine andere Beschäftigung gefunden. Hopp, hopp! Oh Mann, ey. Die Tür sieht ziemlich massiv aus und ist bestimmt abgeschlossen. Und selbst wenn nicht, Schildträger würde bemerken, wenn sie geöffnet wird. Nein. Ich muss ihn loswerden. Auch das liegt nicht ganz Am gerade. Besten alle beide. Versuch's noch mal. Ja, wird schon schief gehen. Nimm etwas Kohle. Ein paar Stückchen verkohltes Holz sind durchs Rost gefallen. Ich schnapp mir eins davon. Schön. Ich weiß, wir hatten unsere Differenzen, aber das hier ist doch... Sir. Und unterhaltsam. Eigentlich vor allem unterhaltsam. Verschönern wir doch los, mal das Plakat. Das Zeichen des Widerstands. Das sollte überall in der Stadt hängen. Oh ja. Geht gerade nicht. Okay. Nein. Auch das hängt nicht ganz gerade. Arschloch. Versuch's noch mal. Ich fühle deinen Schmerz, Kumpel. Jetzt aber. Los. Hehe. Zwing flott. Wie lange soll diese verdammte noch so gehen? So lange, bis du gelernt hast, die Plakate ordentlich und gerade anzukleben. Und du solltest mehr darauf achten, was du sagst. Nee, lass das, Fuchsi. Ach, Menno. Es ist nicht meine Schuld, dass du dich nicht mehr mit deinem Essen ablenken kannst. Oh, ich mach dir keinen Vorwurf. Und ich habe auch schon eine In andere Ordnung. Beschäftigung gefunden. Hopp, hopp! Zumindest sind wir schon etwas weiter. Das Zeichen des Widerstands, das sollte überall in der Stadt hängen. In dem Eimer scheint Kleister, Trollspucke oder ein anderer Klebstoff zu sein. Aha. Der Eimer ist deutlich zu groß und zu schwer für mich. Auch das hängt nicht ganz gerade. Selbst den Quast das könnte ich wohl nicht mal. Aus dem Kleister ziehen, bevor Herr Fuchs oder Herr Schildträger mich entdecken. Okay. So.
zurück auf den Start. Ich hänge das Plakat auf. Ein einzelnes Widerstandsplakat am Aushang dürfte keinen Unterschied machen. Außerdem komme ich da nicht hoch. Und unterhaltsam. Eigentlich vor allem unterhaltsam. Los, los! Befehl der Ratsvorsitzenden. Nein. Zeit, Herrn Schildträger zur Werbefigur des Widerstands zu machen. Genau. Los geht's. Allerdings wird's noch nicht kleben. Was zum... Was ist das? Hey, Fuchs, hab ich da was auf dem Rücken? Kannst du was sehen? Und ob ich was sehen kann? Was ist da? Klebt da was? Was würde die Ratsvorsitzende wohl dazu sagen, wenn ihre eigene Stadtwache Propaganda für die Rebellen macht? Propaganda? Aber ich hab doch gar nicht... Kein Problem. Ich werde sie schon entfernen. Könnte ein wenig wehtun. Aber nein! Haltet diesen Widerstandssympathisanten! Einfacher als gedacht. Am Schlüsselbund der Stadtwache sind 3 Schlüssel. Einer davon dürfte für die Eingangstür der Wache sein, ein anderer für die Zellen. Na, perfekt. Befreien wir Ivo. Das ist schon das 2. Mal, dass ich einen der größten Helden Aventasiens befreien muss. Timmy Mauskowitz, Befreier von Helden. Suppi. Ivo, ich habe die Schlüssel. Tatsächlich? Gut gemacht. Kommst du ran? Nein, aber hier drin ist eine Decke, die ich in Streifen reißen kann. Ja, dann wird's aber ganz schön kalt werden, Mädel. Das wäre das. Du bist ganz dick. Ich bin schwanger. Irgendwie. Wo sind Wilbur und die anderen? Im Untergrund. Ich sag ihnen Bescheid, dass du hier bist. Aber wo... Natürlich. Zum Glück wissen wir ja, wo es ist. Vom gefeierten Helden zum Staatsfeind Nummer 1/2. Steile Karriere, Wilbur. Staatsfeind 1/2, okay. Ein Eimer mit einer übel riechenden, klebrigen Schleimmasse. Wenn ich sowas mal brauche, weiß ich, wo ich es finden kann. Okay, dann nicht. Wir schauen uns trotzdem überall um. Wenn es zu einer Revolution kommt, müssen Statuen immer als erstes dran glauben. Ich weiß nicht, wen diese Statue darstellt, aber ich bin mir sicher, dass die Leute der Ratsvorsitzenden sie verunstaltet haben. Wenn ich meinen Job richtig mache, gehöre ich bald mit zu den Staatsfeinden. Unter dieser Regierung würde ich das als Auszeichnung betrachten. Ja, das kann man das auch. Na gut. Der Kran ist neu. Wenn es ums Geschäft geht, waren die Händler in Seefels schon immer sehr innovativ. Einer wollte mir einmal die Lizenz für einen Apfel verkaufen. Der Apfel sollte mir nicht gehören, nur das Recht, ihn zu essen. Ich bin mir ziemlich sicher, die Geschichte wäre nicht gut ausgegangen, wenn ich mich darauf eingelassen hätte. Ja, das definitiv. Vermutlich wurden all diese Waren angeliefert oder zumindest bestellt, bevor Van Buren die Macht übernommen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Luftschiffkapitän, der noch alle Tassen im Schrank hat, im Augenblick Seefels anfliegen würde. Okay, also wo ist Nate? Nee, so dämlich wäre nicht mal er. Ich sollte kein unnötiges Risiko eingehen. Besser, ich rede erst einmal mit Wilbur und den anderen. Okay, also es ist nicht da oben gewesen. Oh, du bist es. So spät noch am Arbeiten?
Die Arbeit des fleißigen Händlers ist nie beendet. Wenn du mich entschuldigen würdest, ich fahre in den Urlaub. Ah ja. Und das sind Tribbles, die du da verkaufst? Frisch produziert. Durch Anstrengungen des Managements konnte die Produktion entscheidend optimiert werden. Dann muss es nur noch jemanden geben, der so etwas haben will. Daran arbeite ich. Jedes Schulkind im Lande braucht so eine magische Schiefertafel, wie ich finde. Ich werde das bei der Ratsvorsitzenden ansprechen. Wer kümmert sich ums Geschäft, wenn du im Urlaub bist? Laufkundschaft gibt es eh keine mehr. Wir konzentrieren uns erst einmal auf die Produktion. Und wenn ich zurückkomme, spreche ich mit der Ratsvorsitzenden über die Erschließung neuer Märkte. Was meintest du noch? Wo befindet sich der Zugang zum Untergrund? Ich meinte gar nichts. Und du hast da nichts zu suchen. Wo genau wurden diese flauschigen Dinger hergestellt? Nicht im Untergrund. Aha. Und dieses Plumpsklo führt nicht dorthin? Nein. Dann darf ich es mal benutzen? Oder ist die Spülung kaputt? Ich weiß nichts vom Untergrund. Ich will nur einen ehrlichen Taler verdienen. Warum gönnt mir das keiner? Ich gebe diese Scheußlichkeiten in der Schule ab. Dann bin ich erstmal weg hier. Ja, verschwinde, George. Ich fand nicht echt das Plumpsklo. Eine gute Tarnung für einen geheimen Zugang zum Untergrund. Niemand will allzu genau wissen, wohin die Dinge verschwinden, die man auf dem Plumpsklo zurücklässt. Und vor lauter Aufregung hat der Händler auch noch das Vorhängeschloss vergessen. Tja, Pech für ihn. Hallo? Ist da jemand? Ivo? Bist du das? Wilbur, was machst du nur für Sachen? Naja, also, das war nämlich so. Jetzt müssen wir aber nicht wieder als normal. Und dann hat er uns nicht hochgezogen. Und dann kam Timmy und meinte, du wärst in der Stadt. Und dann hast du Wilbur gerufen und ich habe... Danke, ich bin jetzt im Bilde. Eine ziemlich lange Geschichte. Ja, aber auch spannend, oder? Und manchmal witzig und ein bisschen traurig und... Was sind die nächsten Schritte? Wie verwandeln wir den Erzmagier zurück? Also, eigentlich wollte ich... jemand anderes sollte... Wilbur wollte abhauen! Was? Das ist Schnee von gestern. Es gibt Probleme, die müssen wir lösen. Ganz genau. Wir können dieser schrecklichen Van Buren nicht einfach die Stadt überlassen. Und nach allem, was wir wissen, schleicht Munkus hier auch noch irgendwo durch die Gegend. Was unternehmen wir? Als erstes hole ich euch nach oben, schätze ich. Dann können wir zusammen überlegen, wie wir den Erzmagier befreien. Aber Remy hat recht. Solange der Zauberstab nicht zerstört ist, können wir Van Buren nicht besiegen. Meister Alistair wird schon wissen, was zu tun ist. Verlasst euch nicht auf mich. Verlasst euch auf euch selbst und auf eure Freunde. Was? Du musst lauter sprechen. Das hat der Erzmagier immer gesagt. Remy hat ihm geglaubt. Deswegen hat er die Sache selbst in die Hand genommen. Was ist mit Remy? Er verlässt sich auf mich. Ich folge ihm und wir werden einen Weg finden, den Zauberstab zu zerstören. Zieh du die Zombies und Nate nach oben. Und lass dir etwas wegen des Erzmagiers einfallen. Vielleicht können wir uns auch ein wenig gegenseitig helfen. Wir können Gegenstände über den Korb austauschen und über das Loch miteinander reden. Na schön. Klingt wie ein Plan. Hol Esther, Gulliver. Zeit, frische Luft zu schnappen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, Wilbur. Schon gut. Au. Unser zweites Kind wird auf jeden Fall Wilbur heißen. Wie sieht's aus, Nate? Lust, die Sterne zu sehen? Ach, einfach nur süß, der Kleine. Du wartest hier, Timmy. Aber ich kann helfen! Das tust du. Wenn du angsterfüllte Schreie aus dem Loch hörst, dann lass dir was einfallen. Du wirst Onkel Remy doch finden. Klar.
Ach, garantiert. Wird schon schief gehen, irgendwie. Das Seil hat mir schon zweimal gute Dienste geleistet. Vielleicht tut es das auch ein drittes Mal. Ja, wir wissen doch, aller guten Dinge sind drei. Früher oder später musste es wohl so kommen. Ja, also runter mit dir. Ah. Oh, hat gerade so gereicht. Oh. Hallo? Noch einer. Jahrelang war niemand hier und jetzt so ein Verkehr? Nicht, dass ich etwas gegen gruselige Stimmen aus der Dunkelheit habe, aber könnten wir vielleicht ein Licht anmachen? Warum ist es dunkel und wie könnte man für Licht sorgen? Der junge Held stand, umgeben von tiefster Dunkelheit, in einer Säule aus Licht. Und die Stimmen sagten: Zwei Trolle schauen den Mond an. Fragt der eine: Was glaubst du, gibt es Leben auf dem Mond? Daraufhin der andere: Klar, es brennt doch Licht. Ganz toll. Ja, klingt ja eine tolle Runde hier. Hallo? Wer ist da? Ich bin Wilbur, sagte der hässliche Zwerg, während er in die Dunkelheit starrte. Hey. Hey, ich bin kein Zwerg. Ich bin ein Gnom. Und Mama sagt, ich bin ein stattlicher kleiner Kerl. Verteidigte er sich, aber die Dunkelheit war wenig beeindruckt. Als nächstes sagte der Zwerg: Ist hier eine Ratte mit Hut vorbeigekommen? Fragte der Gnom mit tapferer Stimme. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass er die Höhlen ohne seinen Freund verlassen würde. Du weißt etwas über Remy? Das nennt man eine Vorahnung. Man benutzt sowas, um sein Publikum bei Laune zu halten. Etwas anderes als völlige Dunkelheit zu zeigen, könnte auch helfen. Erst muss er das Rätsel lösen. Was ist denn nun mit Remy? War er hier? Wo ist er hingegangen? Einen habe ich noch. Nein. Sagt ein Beamter zum anderen: Ich weiß gar nicht, warum uns keiner mag. Wir tun doch nichts. Was hat denn das mit der Geschichte zu tun? Das fragen wir jetzt auch. Wer seid ihr? Und warum kommt ihr nicht ins Licht, damit ich euch sehen kann? Wir können nicht. Wir könnten schon, wir wollen nur nicht. Wir sind Götter. Wir können alles. Ihr seid Götter? Wie vom Blitz getroffen stand er da, während die Implikationen einen wilden Tanz in seinem Kopf vollführten. Eigentlich nicht. Sollten sie aber. Du sprichst mit Göttern. Was genau sind Implikationen? Ey, zwei Kannibalen verspeisen einen Clown, sagt der eine. Der schmeckt aber komisch. Halt die Klappe, ich etabliere eine Stimmung. Wäre es nicht Zeit für ein Rätsel? Oh mein Gott. Wenn ihr Götter seid, könnt ihr dann nicht so etwas sagen wie: Es werde Licht und alles wird hell? Zwei Trolle schauen den Mond an, fragt der eine: Was glaubst du? Gibt es Leben auf dem Mond? Nicht schon wieder. Klar könnten wir Licht machen. Es könnte auch einfach hell in dieser Höhle sein. Aber wo wäre dann die Herausforderung? Aber, sagte der kleine Zwerg, warum muss immer alles so kompliziert sein? Und stampfte mit dem Fuß auf den Boden. Was? Du musst mit dem Fuß auf den Boden stampfen. Was für Götter seid ihr? Nun, wir sind... Stopp! Er muss erst für Licht sorgen. Ach, Männer. Danke fürs Gespräch. Ich werde mich etwas umsehen. Nicht ohne Licht. Ey, zwei Kannibalen Nein. verspeisen einen Clown, sagt der eine. Der schmeckt aber komisch.
Okay, du bist eindeutig der Gott der Folter. Also, bis dann. Du hast ihn verscheucht. Was? Ihm gefielen meine Witze. Alle drei? Was? Was soll daran komisch sein? Oh mein Gott. Na gut, hauen wir besser ab. Ich traue dir nicht.